Nächste Runde, meine Wenigkeit gegen Hoffe der Mann. Der mit einem Ritual weißer Drachendeck spielt. Ja, war auch meine Reaktion. Genau gesagt ist das, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Deck, das auf den Dingens hier, wie heißt er, blauäugigen Ultradrachen OTK baut. Was dann der Paladin soll, ist mir allerdings schleierhaft. Naja, das habe ich eigentlich gerade versiegelt. Ach, die Lanze. Zitat Hoffe der Mann alias Max. Das Ganze soll beweisen, dass man auch mit, dass man auch ohne Synchro Nexis Monstern bei so einem Turnier es zu was bringen kann. Und du versuchst dir gerade eindrucksvoll zu demonstrieren, dass dem nicht so ist. Jo. Indem ich die Combo das zwar variiere, aber ich muss ja irgendwie einen weißen Drachen loswerden. Deswegen sind die zwei Vierer recht wichtig. Mhm. Und das ist erste Runde an mich. Ach stimmt, das Ding hat immer noch 4000 Attack. Ja, das hält nämlich. Ja. Der Witz ist, ich war wieder dran und dann ist mir eingefallen, ach stimmt, das hält ja. Ja. Deswegen war die Karte ja so stark. Weil es halt nicht nur einen überrennt, sondern halt dann auch noch so stark bleibt. Genau. Und wie war das noch? Welcher Vollspaß, die hatte nochmal gesagt, dass die 5000 Attack von Drachenmeister Ritter irgendetwas bringen. Irgend so ein YouTuber. Ja. Wie hieß der nochmal? Bis gleich zur nächsten Runde. Bis gleich. So, nächste Runde und dieses Mal habe ich wieder die Kombo gleich auf der Starthand. Deswegen nehme ich an, dass der sie auch postwendend in die Fresse kriegt. Mhm. Ja, der Klassiker. Tanky sogar noch gehabt. Was du natürlich machst, um dir halt gleich die nächste zu holen. Jo. Und so, diesmal haben es nie verkehrt. Diesmal hätte er sogar fast alles. Hätte gehabt. Um auf den Drachenmeister Ritter zu gehen, aber dann hat aber noch eine Kleinigkeit gefehlt. Und zwar die Fusion. Ja, dumme Sache, aber auch mit diesen Fusionen, ne? Mhm. Immer hauen sie in letzter Sekunde ab. Jo. Ja, der Erlass kratzt mich relativ wenig bei meiner Zauberkartenbank. Einfach die gleiche Scheiß nochmal abziehen. Allerdings mit einer kleinen Varianz. Vulkan, der himmlische. Mhm. Und die nächste Tanky, bitte. Ach nee, Gyoku. Klar, ich habe noch einen Tanky gehabt. Darf ich mal anmerken, wenn du einfach auf den ganz normalen, auf den ganz normalen Rotz gegangen wärst, dann hättest du den meisten Drachen einfach wegschießen können. So hat's auch funktioniert. Ja gut, dieses Versiegeln war mehr so eine Course-I-Can-Aktion. Nein, das war die Versiegeln war, um die Karte sicher zerstören zu können. Ja gut, aber ganz ehrlich, eine das Falle konnte es nicht sein. Ja. Es musste eine Schnellzauberkarte sein und die hätte er als Reaktion an Gorilla anketten können. Sicher okay. Ist sicher, geschadet hat sie auf die Art nicht. Ja. Gut. Hoffe dem Mann. Ja, man kann so ein Turnier ohne Synchro- und Xyz-Karten gewinnen. Aber nicht mit so einem Deck. Ja. Eine Variante, wie so etwas unter Umständen funktionieren kann, werden wir später noch sehen. Richtig. Aber nicht jetzt, die Runde ist zu Ende. Ich sag bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. That's the best of the world.